Einen wunderschönen guten Morgen, mein Name ist Arthur Leichner, ich arbeite für Freiheit in Christus, Freedom in Christ. Wir machen Seminare, Materialien, Bücher, damit Christen ihre Identität in Christus erkennen, verstehen, wie Gott es gemeint hat, dass sie mit ihrem neuen Leben klarkommen und dass sie auch wirklich in dieser Freiheit leben, zu der Christus uns berufen hat. Ja, Freiheit. Wenn ich in Gemeinden unterwegs bin und erzähle, ich komme von Freiheit in Christus, dann ist dieser Begriff total polarisierend. Freiheit. Wer möchte denn von uns frei sein? Ich glaube, ich müsste einfach mal anfangen, immer andersrum zu fragen, wer möchte nicht frei sein? Ich glaube, die meisten Leute möchten frei sein. Die Frage ist aber, von was wollen wir denn frei sein? Von was wollen wir tatsächlich frei sein? Freiheit ist so ein Begriff, der Sehnsucht weckt, aber von was wollen wir frei sein? Frei sein von unserem Job, von unserer Arbeit, da geknechtet zu werden vielleicht? Oder wovon möchten wir frei sein? Wenn wir in die Bibel schauen, dann lesen wir folgenden Vers, Johannes 8,32. Da sagt Jesus, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Jesus bringt also die Wahrheit und die Freiheit ganz nah nebeneinander. Und wenn wir sogar die Bibel mehr lesen, verstehen, wissen wir, dass die Freiheit wirklich und die Wahrheit in Jesus Christus liegt. Ich habe die Freiheit erfahren, als ich irgendwann mal kurz vor meinem 18. Geburtstag Jesus als meinen persönlichen Herrn angenommen habe und ich verstanden habe, dass es wirklich, dass meine Identität in Christus liegt und darin auch die Freiheit verborgen ist. Deswegen denke ich mir, das Wichtigste, wo wir als Christen anfangen sollten, ist es, uns die Frage zu stellen, wer bin ich in Christus? Nun, wer bist du denn in Christus? Diese Frage, sie impliziert eigentlich zwei wichtige Fragen, die dahinter sich verstecken. Einmal die Frage, wer bin ich? Und einmal die Frage, wer ist denn überhaupt Christus? Nun, ich möchte zuerst auf die erste Frage eingehen. Wer bist du denn? Hast du dir schon mal diese Frage gestellt? Ich denke, wir leben in einer Zeit, wo die Frage der Identität unheimlich wichtig ist. Und diese Frage, wir bekommen immer wieder verschiedene Einflüsse, die uns immer wieder neu verunsichern oder uns immer wieder neu diese Frage zum Stellen herausfordern. Nun, wer bist du denn wirklich? Wenn man mich fragen würde, wer bin ich, würde ich vielleicht sagen, ich bin Arthur Leichner. Aber Moment, ich habe gefragt, wer du bist, nicht was dein Name ist. Nun, ich bin Informatiker. Ja, Moment, das ist dein Beruf, dein Job, aber wer bist du denn wirklich? Ja, ich bin Deutscher. Nein, das ist deine Nationalität. Aber wer bist du wirklich? Wer bist du wirklich? Was macht dich aus? Was macht dich zu der Person, die du bist? Hast du dir schon mal die Frage gestellt? Oder wie viel von dir muss sein, damit du bist, der du bist? Was meine ich damit? Erinnert ihr euch vielleicht noch an Samuel Koch? Das war der junge Mann bei Wetten, dass, der diese Wette hatte, er springt über gewisse Autos und da hat er einen dramatischen Unfall gehabt, schlug mit dem Nacken beim Dach eines Autos auf und seitdem ist er halsabwärts gelähmt. Nun, er musste sich diese Frage, wer ich bin, tatsächlich neu stellen. Und manchmal haben wir in unserem Leben immer wieder bestimmte Situationen, wo wir uns immer wieder diese Frage stellen, ja, wer bin ich denn? Was macht mich aus, wer ich bin? Und um dies beantworten zu können, wer ich bin, müssen wir, denke ich mal, am Anfang der Bibel mal schauen. Denn da wissen wir, da erfahren wir wirklich, wer wir sind, beziehungsweise man sollte sich eigentlich die Frage stellen, nicht nur wer ich bin, sondern woher komme ich auch? Woher komme ich? Bibelleser wissen mehr, heißt es immer wieder. Und wenn ich die Zeichen der Zeit mir anschaue, dann ist die Bibel teilweise aktueller als die Bildzeitung sogar.
Wenn wir in die Bibel schauen, da erfahren wir, woher wir tatsächlich kommen und wer wir sind. Ganz am Anfang ist beschrieben, woher der Mensch kommt. Und wir sind in erster Linie erschaffen nach dem Bild Gottes. Dazu steht im 1. Korintherbrief 5,16, daher beurteilen wir jetzt niemanden mehr nach rein menschlichen Maßstäben. Ist das so? Beurteilen wir Menschen nicht mehr nach rein äußerlichen Maßstäben? Also wenn ich mir mal ein gutes Fußballspiel anschaue oder ein schlechtes Fußballspiel anschaue, dann beurteile ich doch Menschen oft nach dem äußeren Sein, nach ihrer Leistung, oder? Und wie ist es bei uns im Leben? Oder wie werden wir oft beurteilt? Meistens doch nach unserer Leistung, nach unserem Äußeren, oder? Die Bibel gibt aber noch einen weiteren Hinweis. 2. Korintherbrief 4,18. Denn das Sichtbare ist vergänglich, aber das Unsichtbare ist ewig. Das heißt, im Menschen ist etwas Unsichtbares. Und ich glaube, da wird mir keiner hier widersprechen. Es ist irgendwas in dem Menschen. Wir sind ja keine gefühllosen Roboter, sondern irgendetwas im Menschen ist etwas Unsichtbares. Und das ist ewig. Nun, was ist es denn? Wie hat Gott sich das Ganze denn gedacht? Einmal weiter bitte. Die Frage ist doch wirklich, woher komme ich? Und ich möchte einfach, dass wir einmal uns den Plan Gottes anschauen. Alle Menschen stammen von Adam und Eva ab. Das wissen eigentlich die meisten Menschen. Die meisten Menschen kennen diese Geschichte, diese Schöpfungsgeschichte. Jedoch lebten Adam und Eva ganz anders, als wir heute leben. Gott schuf nämlich für sie eine perfekte Umgebung. Er schuf die Erde, er schuf das Paradies und alle ihre Bedürfnisse wurden gestillt. Aber wie schuf Gott die Menschen? Wie ist der Mensch aufgebaut? Hier sehen wir eine kleine Zeichnung, wie Gott den Menschen geschaffen hat. Er hat ihn physisch lebendig geschafft, das heißt Seele und Geist und Körper. Das steckt in uns drin. So hat Gott uns der Vater geschaffen. Gott nahm Erde und er formte den Menschen zu etwas und wir waren lebendig. Auch wir sind heute lebendig. Wir können riechen, wir können schmecken, wir können fühlen, wir können gehen, wir können denken, wir können reden. Wir haben einen Willen. Manche Kinder haben einen stärkeren Willen, da wünschen sich die Eltern einen nicht so starken Willen. Wir sind lebendig. So hat Gott uns der Vater geschaffen. Aber er hat uns auch geistlich lebendig geschaffen. In der Bibel steht, Gott nahm den Menschen, er nahm Erde, formte den Menschen und er hauchte den Odem in den Menschen hinein. Und dieses Wort Odem, dieser Hauch, ist etwas unglaublich Wunderbares. Bei den Hebräern steht dort Selem anstatt Odem. Und Selem ist etwas, das kann man in die deutsche Sprache ganz schwer übersetzen. Selem ist die Möglichkeit, mit Gott in Verbindung zu treten. Und dieses Selem gab Gott Adam und Eva hinein. Die Möglichkeit, mit ihm zu reden, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Und das unterscheidet uns Menschen von jeglicher anderen Schöpfung. Vielleicht merkst du, Gott hat mit dir etwas Wunderbares geschaffen. Mit dem Menschen hat er etwas Wunderbares geschaffen, etwas Einmaliges nach dem Ebenbild Gottes. Das bedeutet, wir haben auch Eigenschaften, die Gott hat. Wir können kreativ sein als Menschen. Wir können etwas erschaffen, was viele andere Geschöpfe gar nicht können. Also vielleicht merkt ihr, Gott hat mit uns wirklich etwas ganz Besonderes geschaffen und wir haben diese Möglichkeit, mit ihm in Verbindung zu treten. Ich möchte das einmal in einer anderen Zeichnung aufzeigen, wie man sich das noch vorstellen könnte. Ich finde diese Zeichnung ganz gut, ich werde später nochmal auf sie eingehen. Die Zeichnung zeigt einmal unseren Körper,
unsere Seele, wir Informatiker würden dazu Schnittstelle sagen, wo der Verstand, der Wille, das Gefühl drin steckt und einmal der Geist. In der Zeichnung sieht man das nicht ganz so gut über den Beamer, aber der Geist ist auch so ein bisschen, da ist eine kleine Linie, da ist einmal der göttliche Geist, das Besondere und der menschliche Geist, das Ewige, von dem ich gesprochen habe. So hat Gott uns etwa geschaffen, in eine perfekte Umgebung. Einmal weiter bitte. Gott hat sich das Leben so vorgestellt. Jeder Mensch von uns hat gewisse Bedürfnisse. Das ist klar. So, die sind völlig normal und völlig legitim. Und als Gott Adam und Eva geschaffen hat, waren die Bedürfnisse alle durch Gott gestillt. Wir Menschen, wir haben das Bedürfnis nach Bedeutung, wir haben das Bedürfnis nach Sicherheit und wir haben das Bedürfnis nach Annahme. Nun, Adam und Eva mussten nicht nach Bedeutung fragen. Gott hat ihnen eine Bedeutung gegeben. Adam und Eva mussten nicht nach Sicherheit lechzen, so wie wir das manchmal tun und irgendwelche komischen, dubiosen Versicherungen abschließen, von denen wir uns fragen, brauchen wir die überhaupt? Nein, Adam und Eva waren im Garten Eden sicher. Sie kannten so etwas wie Furcht nicht oder Existenzängste. Hatten sie gar nicht. Und ich glaube, das vergangene Jahr, das Corona-Jahr, hat uns gezeigt, dass manchmal unsere Sicherheiten einfach so verpuffen. Und das Wichtigste ist, das ist das, wonach wir Menschen uns immer wieder sehnen, angenommen zu werden. Annahme. Adam und Eva hatten Annahme bei Gott. Sie mussten sie nicht irgendwie verdienen, sondern Gott hat sie geschaffen und er hat sie bedingungslos angenommen. Und genau so sollten wir auch eigentlich leben, in einer perfekt geschaffenen Umgebung. Stell dir einmal vor, du wärst Adam oder Eva und würdest in diesem Paradies leben. Was wäre das für ein Leben? Können wir uns das überhaupt vorstellen, wie es ist, keine Angst zu haben? Sich nicht zu fürchten, sich nicht um seine Existenz sorgen zu müssen? Können wir uns das vorstellen, wie es ist, einfach so die Gemeinschaft mit Gott zu genießen? Mit ihm spazieren zu gehen, mit ihm zu reden, so als ob ich mit euch rede? Ich glaube, diese Vorstellung fällt uns sehr, sehr schwer, weil wir das eigentlich gar nicht mehr so richtig kennen. Aber es war tatsächlich ein Paradies. Und so hat sich das Gott für uns Menschen eigentlich vorgestellt. Aber dann passierte etwas, auch da wieder Bibelleser wissen mehr, da passierte etwas Außergewöhnliches, etwas Fatales eigentlich. Und zwar kam der Widersacher, der Satan, der Teufel ins Spiel. Und sein Plan ist es, genauso zu sein wie Gott. Und er versucht, Gott nachzueifern und dementsprechend ist auch der Mensch, der kämpft er gegen diesen Menschen. Gegen das Wunderbare, was Gott geschaffen hat, versucht der Teufel anzukämpfen. Satan versuchte Adam und Eva und die gaben ihm nach. Sie gaben ihm nach und genau dieses etwas zu tun, was Gott nicht möchte, das nennt die Bibel Sünde. Ich möchte einmal kurz uns aus der Bibel vorlesen, wie der Teufel da vorgegangen ist. In 1. Mose 3, 1 bis 6 steht, aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Da sprach die Frau zur Schlange, von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen, aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, dass Gott, was gut und böse ist.
Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß, und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. Gott stellte verschiedene Früchte im Garten Eden zur Verfügung. Auch den Baum des ewigen Lebens, des Lebens. Und auch den Baum der Erkenntnis. Und genau den durften Adam und Eva nicht essen. Von dem durften sie nicht essen. Und genau da wusste der Teufel, da muss ich ansetzen, da muss ich angreifen. Und wenn wir diese Stelle aufmerksam zugehört haben, können wir zwei Strategien vom Teufel erkennen, die der Teufel auch heute noch nutzt. Die erste Strategie ist, hat Gott wirklich gesagt? Was verbirgt sich dahinter? Meint Gott es wirklich gut mit dir oder hält er irgendetwas zurück? Hat Gott wirklich das gesagt, wenn du dies und jenes tust? Und auch heute versucht der Teufel uns genau damit von Gott wegzuziehen. Hat Gott wirklich gesagt? Meint das wirklich gut mit mir? Wenn du ihm vertraust, ist das wirklich richtig? Oder sollte ich vielleicht noch irgendwelche Sicherheiten einbauen? Und die zweite Strategie ist, er nutzt etwas Gutes, um Schlechtes daraus zu machen. Was meine ich damit? Ihr werdet so sein wie Gott. Wenn du das tust, wirst du so sein wie Gott. Ich kann mir gut vorstellen, Adam und Eva waren ja von Gott geschaffen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Adam und Eva zu Gott hinaufgeschaut haben. Und Gott ist ja was Gutes. Und wenn ich von dem Baum esse, dann werde ich ja so sein wie Gott. Und Gott ist ja gut. Wir können das ja auch ein bisschen nachvollziehen, oder? Wenn wir so an unsere Kindheit denken, an Papa, an Mama. Papa war stark und ich wollte so sein wie Papa und Mama war so lieb. Ich will auch so sein wie lieb. Wir kennen das in gewisser Weise. Und genau das benutzt der Teufel auch wieder gegen den Menschen. Wenn du von dem Baum isst, dann wirst du so sein wie Gott. Und das Verbot wird ausgehebelt. Und genau das ist dann passiert. Eva nahm von der Frucht, aß von der Frucht, gab es Adam. Und Gott hat sie gewarnt, wenn ihr davon essen werdet, werdet ihr sterben. Aber wenn wir in die Bibel schauen, fällt eins auf. Sie sind nicht sofort gestorben. Adam und Eva sind nicht einfach umgekippt und waren tot. Ja, sie lebten sogar noch 900 Jahre weiter. Aber was starb denn da? Ich möchte einmal kurz auf die Zeichnung wieder zurückkommen. Was starb denn da wirklich bei Adam und Eva? Habt ihr die Animation gesehen? Das, was Gott dem Menschen gegeben hat, den Odem, dieses Selem, dieses Wunderbare, was ihnen ermöglicht, mit Gott in Verbindung zu kommen, ist gewichen. Da, wo Sünde ist, Gott ist ein heiliger Gott, kann Gott nicht sein. Heiligkeit und Sünde stehen im Widerspruch. Und so hat sich Gottes Geist zurückgezogen. Er konnte nicht mehr im Menschen sein. Aber es ist noch etwas passiert. Noch einmal die Animation zurück. Achtet mal bitte genau auf das kleine gelbe Dreieck. Nicht nur, dass es schwarz wird. Habt ihr es gesehen? Auch der menschliche Geist ist verdunkelt. Und diese Folgen von dem Sündenfall, die sehen wir bei uns. Wir kennen Gott nicht mehr. Das, was Adam und Eva kannten, mit Gott zu reden, mit ihm kindlich zu vertrauen, das kennen wir nicht mehr. Wir kennen Gott nicht mehr, so wie er ist. Und das andere sind, der menschliche Geist ist verdunkelt gewesen. Das hat die Grafik da wunderbar gezeigt und die Animation. Negative Gefühle kamen in unser Leben. Und das sehen wir überall, oder? Plötzlich hatten Adam und Eva Furcht. Plötzlich hatten sie Scham.
Plötzlich hatten sie Sorgen, was sie vorher überhaupt nicht kannten. Und wir sehen das bis an die Spitze getrieben in unserer heutigen Gesellschaft. Wie viel Angst, wie viel Furcht haben wir? Wie viele Depressionen gibt es? Die psychischen Erkrankungen, die schießen in die Höhe. Und wir merken, je weiter weg der Mensch von Gott ist, desto mehr leidet der Mensch, desto mehr Negativität kommt in das Leben des Menschen. Im Epheserbrief 4, Vers 18 steht, ihr Verstand ist verfinstert und sie sind von dem Leben, das Gott für sie hat, weit entfernt, weil sie von ihm nichts wissen wollen und ihr Herzen hart geworden sind. Geh mal heute auf die Straße, rede mal mit jemandem über Gott. Da merkst du, wie hart das Herz geworden ist. Die meisten Menschen wollen von Gott nichts wissen. Sie wissen meistens nicht mal, wie Gott es sich das eigentlich gedacht hat. Das haben wir ja gerade uns betrachtet. Gott hat es sich gut mit dem Menschen vorgestellt. Er hat ihm tatsächlich das Paradies auf Erden geschaffen. Und wo Adam vorher Bedeutung, Sicherheit und Annahme bei Gott hatten, mussten sie anfangen. War das vollkommen weg? Es war weg. Aber der Mensch, der ist ja nicht dumm. Wir Menschen sind ja wirklich nicht dumm und Gott hat uns ja auch Kreativität gegeben. Und dementsprechend versuchen wir, diese Kreativität einzusetzen und das, was wir verloren haben, irgendwie wieder zu kompensieren. Oder? Und zwar lautet die Formel ganz einfach. Bedeutung, Annahme und Sicherheit, dafür sorge ich selber. Das ist aber wie ein wunderbarer Lamborghini, wie ein wunderbares Auto, was aber gar kein Benzin hat. Wir können nicht selber unsere Bedürfnisse so dermaßen stillen. Dieses Vakuum können wir nicht selber stillen. Man versucht, Dinge wieder gut zu machen. Man versucht, sich irgendwelche Gesetzlichkeiten aufzubauen, irgendwelche Religiosität aufzubauen. Ich habe einen Freund, der war für ein Jahr in Lissabon und da war eine Kirche mit einem großen Vorplatz. Es ging eine große Treppe runter und Menschen, die kamen dahin und sie meinten, sich so Gott nahen zu wollen. Sie gingen auf die Knie und gingen betend auf ihren Knien die Treppe hoch, den gesamten Vorplatz um die Kirche herum und wieder zurück, auf den Knien gekrochen und meinen damit, Gott einen Gefallen zu tun und meinen damit, Gott sich wieder nahen zu können. So kreativ ist der Mensch. Nun, davon kann man sich manchmal eine Scheibe abschneiden, wie ernst sie das mit Gott meinen, aber ich denke, dieser Weg führt in eine Sackgasse. Oder manchmal versuchen wir Annahme zu kompensieren, indem wir unheimlich tolle Dinge machen in unserem Leben. Ich will ja nicht mal sagen, dass es schlechte Dinge sind. Indem wir uns sozial engagieren, indem wir den Menschen helfen. Es kann auch sein, dass sie total fromm aussehen von außen hin. Dass man hier auf der Bühne steht, musiziert oder predigt, um Annahme zu bekommen, um Bedeutung zu bekommen. Oder man versucht, irgendwie Sicherheit zu bekommen, sich irgendwie abzusichern, einen guten Job zu haben, Versicherungen abschließen, ein Haus bauen, sich für die Rente absichern. Aber das vergangene Corona-Jahr hat gezeigt, nichts ist so wirklich sicher, oder? Es ist ein Hauch. Und Existenzen sind zerstört. Es ist ein Hauch und jemanden, dem es vorher gut ging, zittert und hat Angst. Es ist gut, dass wir in Deutschland leben, dass wir in gewisser Weise abgesichert sind. Aber die absolute Sicherheit, die finden wir auch so nicht. Wozu kam denn jetzt Jesus? Gott möchte natürlich nicht, dass wir Menschen in diesem Zustand bleiben. Und er sieht ja unsere Bemühungen. Und er sieht auch, dass diese Bemühungen eigentlich nirgendwohin führen.
wozu kam Jesus denn wirklich? Natürlich kam er in erster Linie, um das größte Problem zu lösen, was uns vom Menschen trennt. Ich habe ja gesagt, Gott ist heilig. Und ein heiliger Gott kann mit Sünde nichts zu tun haben. Und wenn wir Sünde haben, können wir mit Gott nicht in Gemeinschaft treten, in Verbindung treten. Deswegen kam Jesus, um dieses Sündenproblem zu lösen. Das ist der erste Punkt. Aber er kam auch, um die Werke des Teufels zu zerstören. Das, wo der Teufel immer wieder gegen den Menschen kämpft, dafür kam Jesus, um diese zu zerstören, um die Macht dem Teufel zu nehmen. Und das Dritte ist, er kam, um die Beziehung zum Vater, zu Gott wiederherzustellen. Aber das sind alles wunderbare Dinge, das sind gute Dinge. Aber wofür kam Jesus wirklich noch? Er kam, um uns geistliches Leben zu geben, um uns Leben in Überfluss zu geben. Ich habe vorher gefragt, ganz am Anfang, wer möchte frei sein? Und ich glaube, hier liegt die Antwort. Oder eigentlich müsste ich eher fragen, wer möchte Leben haben? Leben im Überfluss. Und Jesus kam, um mir und dir Leben im Überfluss zu geben. Ich habe mal drei Bibelstellen euch mitgebracht, was Gott über Jesus sagt. In Johannes 1 und 4 steht, im Anfang war das Wort, in ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. In Johannes 10, Vers 10 steht, ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Johannes 11, 25 steht, ich bin, also Jesus, die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Leute, das sind nicht meine Worte, die ich hier sage, sondern das ist Gott, der hier spricht. Gott sieht dieses ganz große Dilemma mit uns Menschen. Und er möchte dir begegnen und er möchte dir Leben geben. Er sieht, wie du dich abmühst, wie du dich abquälst, wie du deine Bedürfnisse irgendwie kreativ versuchst zu stillen. Aber er sieht, dass dieses Vakuum nur in Christus gestillt werden kann. Nur Gott kann es stillen. Jesus kam, um uns Leben zu geben. Wie kann man sich das etwa vorstellen? Nehmen wir mal an, ich habe eine unheilbare Krankheit und ich sterbe anhand dieser Krankheit und ich bin hier tot und ich liege hier und einer von euch hat die Möglichkeit, diese Krankheit wegzunehmen. Keine Ahnung, du schnippst oder du sagst was oder legst die Hände auf und plötzlich ist diese Krankheit weg. Ist mir damit geholfen? Nein, ich bin ja immer noch tot, ne? Und viele Christen, sie reduzieren das Evangelium auf diesen Punkt. Jesus kam, um die Krankheit zu nehmen. Jesus kam, um die Sünde wegzunehmen. Aber nein, Jesus kam für viel mehr. Jesus kam, um dir ewiges Leben zu geben. Leben in Überfluss. Ein Leben, wo du dich nicht mehr Sorgen brauchst. Natürlich ist das Leben danach nicht ein Ponyhof. Auch wir Christen, wir haben Niederlagen, wir haben Schwierigkeiten. Aber wir wissen ganz genau, wenn diese Welt hier zu Ende geht oder wenn unser Leben hier zu Ende ist, dann haben wir eine ewige Hoffnung. Und diese Hoffnung gibt uns hier auf Erden schon jetzt Kraft. Denn unser ewiges Leben beginnt nicht erst nach diesem Leben, sondern es beginnt an dem Tag, wo Jesus in dein Leben kommt. Leben in Überfluss. Dafür kam er. Er kam, um geistliches Leben zu erneuern. In Johannes 5, Vers 12 steht, wer mit dem Sohn verbunden ist, hat das Leben. Wer nicht mit dem Sohn Gottes verbunden ist, hat das Leben nicht. Was Adam verloren hatte, das war Leben. Was Jesus gebracht hat, war Leben. Das ist das Evangelium. Das ist die frohe Botschaft. Und wenn wir Christen mit Gott vereint sind, dann haben wir dieses Leben.
dann sind unsere Bedürfnisse in Christus gestillt. Wir checken das manchmal nicht, versuchen die Bedürfnisse woanders zu stillen, aber unsere Bedürfnisse sind in Christus gestillt. Mit Jesus leben bedeutet, dass wir vollständig wiederhergestellt sind und mit dem Vater im Himmel leben dürfen. Das ist wahre Freiheit. Freiheit ist nicht das, dass ich machen darf, was ich will, dass mir nichts im Nacken hängt, sondern Freiheit ist, dass ich auf Jesus Christus bauen darf. Und ich möchte dich einladen, wenn du Jesus nicht kennst, aber scheinbar suchst du ihn, sonst würdest du hier nicht zuschalten oder hier sitzen, dann möchte ich dich ermutigen, deine Identität in Christus zu suchen. Und ich lade dich auch ein, vielleicht mit Sebi oder den anderen Mitarbeitern vielleicht darüber zu reden, damit du wirklich frei wirst. Ich habe auf eure Plätze diese Karte gelegt. Es geht mir, ihr dürft sie gerne mitnehmen, ihr könnt auch gerne weitere Karten haben. Und es geht über dieses Grüne hier, über das Grüne und auf der anderen Seite. Da seht ihr die Überschrift angenommen, sicher und bedeutungsvoll. Denkt daran, wie Gott es sich das ursprünglich gedacht hat. Und hier könnt ihr nachlesen, wenn ihr eine Bibel habt, ihr könnt nachlesen, dass eure Bedürfnisse in Christus gestillt sind. Und das gibt euch Leben, das gibt euch Ewigkeitsperspektive. Ihr dürft das gerne mitnehmen und ich empfehle euch, lest euch das mal einmal durch. Und wenn du Jesus in deinem Herzen hast, wenn du ihn angenommen hast als deinen Retter, dann darfst du dich darauf berufen. Dann darfst du deine Identität aus ihm heraus leben. Dann darfst du bedeutungsvoll sein, weil Christus dir Bedeutung gibt. Dann darfst du sicher sein, weil Christus dir Sicherheit gibt. Dann darfst du angenommen sein, das, wonach sich unser Herz sehnt, weil Christus dich angenommen hat. Wer Jesus hat, der hat das Leben. Und ich wünsche euch von ganzem Herzen, dass ihr eure Freiheit, eure Identität in Christus sucht und nicht das, was die Welt uns anbietet. Denn diese Gleichungen gehen gar nicht auf. Amen.